Hi Tobi. Hi Rico, guten Morgen. Wir haben hier unsere 7,5 Tonner von unserem gesamten Hof irgendwo mal zusammengesammelt, um zu zeigen, was ist möglich mit 7,5 Tonnen. In den sozialen Medien wird es ja aktuell, ist es ja viel diskutiert, ist es möglich, was ist das Problem und ist das überhaupt machbar, auf 7,5 Tonnen aufzubauen? Was sagst du dazu? Ja, gut, danke für die Frage. Wichtige Frage. Generell, Leute, wenn ihr andere Möglichkeiten habt, wenn die 7,5 Tonnen nicht eure Hauptpräferenz sind, lasst die Finger davon. Ne? Wir haben so viele Belegbeispiele jetzt zusammengesammelt, die deutlich zeigen, dass es nicht funktioniert. Gerade wenn man mit mehr als zwei Leuten unterwegs ist, große Wasservorräte, Motorräder mitnehmen will, große Dieselvorräte mitnehmen will oder und jetzt Kabinenlängen möchte, die vielleicht über 4,20 Meter Außenlänge geht. Ne? Dann seid vorsichtig, diese Serie soll euch ein bisschen drauf sensibilisieren, unter welchen Voraussetzungen mit welchem Auto es möglich sein könnte. Und wir zeigen euch auch das ein oder andere fertig ausgebaute Auto, die es geschafft haben, mit den Eigentümern, die auch ein bisschen darüber referieren, wie der Weg war und was die Voraussetzungen waren, unter denen sie es schaffen konnten. Viel Spaß bei der Serie. Wir wiederholen uns jetzt mit diesem Satz vor jedem Video, dass deutlich und klar abgegrenzt ist, dass es keine Empfehlung ist. Wir waren davor, vor der 7,5 Tonnen Klasse, weil wir haben sehr, sehr viele Autos, die tatsächlich dann als 7,5 Tonner mit 8 oder mehr Tonnen durch die Gegend fahren. Aber wir wollen das Thema trotzdem aufgreifen, um eventuell mögliche Ansätze zu zeigen. Viel Spaß bei der Serie und abgefahren! Hallo! Hallo und willkommen bei abgefahren! So, wir wollen uns heute mal dem Thema Basisfahrzeuge bis 7,5 Tonnen Classicliner annehmen. Und das, was wir heute mal tun werden, ist als erstes uns die einzelnen Fahrzeuge mal von außen zu betrachten und vielleicht einen kleinen Faktencheck zu absolvieren. Ja. Rico, lass uns loslegen. Ja, wir haben die guten Stücke, die auch vor sich hin schon laufen, weil wir wollen sie ja dann auch noch fahren, haben wir so aufgereiht, ein bisschen der Markenzusammengehörigkeit in einer Reihe. Das heißt, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Wir haben nämlich unter anderem noch in der Serie einen MAN G90. Ja. Wir haben eventuell in der Serie auch noch einen MAN L2000, dass auch diese Marke nicht zu kurz kommt. Ansonsten hier die Reihe, die schon steht, nämlich einmal die beiden Ivecos, Iveco 9016, Iveco 8016 und dann die drei Mercedes der Reihe nach, und zwar ist es als erstes ein Mercedes 814. Viele sagen dazu Vario, aber es ist noch die Vorgängerreihe, der T2. Danach einen Mercedes 8 bzw. 914 von der dänischen Armee. Und zum Schluss ein sehr bekanntes Fahrzeug, nämlich den Unimog 1300L. Hier in der Variante mit einem längeren Radstand, Rico, ja, nämlich 3,70 Meter. Genau. Gut. Was wir zuerst heute mal tun, ist uns ein bisschen über die Fahrzeuge von außen zu unterhalten. Und dann, denke ich, wird es einzelne Videos zu jedem Fahrzeug geben. So ein bisschen nach dem heutigen Kenntnisstand. Ihr wisst, wir haben ja mal vor ein paar Jahren schon solche Basisfahrzeugvideos gemacht. Wir wollen aber heute auch noch mal ein bisschen so den Jahre-Erkenntnisprozess aus unserer Sicht und aus den vielen Feedbacks unserer Kunden einfließen lassen, um euch möglichst einen realistischen Überblick und auch eine ordentliche Empfehlung auszusprechen. Wie gesagt, häufig wird es erwähnt, das Thema 7,5 Tonnen ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Viele sagen, es ist nicht möglich oder kaum möglich. Wir sagen, es ist möglich, knapp möglich, unter Einhaltung gewisser Gesetzmäßigkeiten, die wir auch besprechen wollen und euch ein bisschen näher bringen wollen, damit ihr wisst, welche Rahmenbedingungen ihr schaffen müsst und nicht euer Projekt von vornherein durch die Unmöglichkeit des Erreichens der 7,5 Tonnen von vornherein torpediert. Ne? So, und nach den Kriterien haben wir es uns auch ausgesucht. Und um in der laufenden Serie Basisfahrzeug auch ein bisschen einen Beweis am Ende anzutreten, haben wir uns die Mühe gemacht, oder machen wir uns noch die Mühe,
Einzelne unserer Kunden bzw. auch Leute mit anderen Fahrzeugen, die wir als Freunde kennen, mal zu interviewen, um einfach aus der Seite des Nutzers ganz speziell nochmal die 7,5 Tonnen zu beleuchten oder auch uns den ein oder anderen Tipp selber abholen, unter welchen Rahmenbedingungen die Leute das schaffen konnten, damit ihr eine Vorstellung habt und eine klare Abgrenzung, auf was ihr achten müsst. Gut, Rico, ich sag, wir fangen mal an mit dem schepperten 9016 hier. Ne? Ja. Wir haben die Autos am Laufen, die laufen auch erst 3 Minuten. Dann sind wir noch mal kurz hochgefahren, um zu euch nach unten zu huschen. Es sieht halt ein bisschen spektakulärer aus mit dem Kleinen hier, mit unserem kleinen Shuttle. Also wir lassen die nicht unnötig lang laufen, aber wir lassen die zumindest mal ordentlich warm werden, weil immer nur kalt kurz laufen lassen und wieder abstellen ist auch nicht so gut, auch wenn die noch nicht im aktuellen Dienst sind. Das heißt, wir müssen es aber laufen lassen, weil vom Rumstehen sind die Batterien recht matt und wir handhaben das so, dass wir überhaupt nichts an den Batterien machen, weil dann nirgends, wir prüfen nur, ob die neu oder alt sind. Wenn sie neu sind, kommen sie raus und es kommen alte rein. Und wenn wir die Autos neu aufbauen, machen wir auch neue Batterien rein, weil alles andere wäre ein Blödsinn. Ne? Ja, Rico, 9016, wir nehmen uns mal jetzt 5 Minuten für jedes Zeit, um einfach mal den sogenannten Außencheck zu machen. Auto kommt hier von der Feuerwehr, du kennst dich ja super gut aus. Was war das mal? Das war ein Katastrophenschutzfahrzeug von der Feuerwehr Duisburg. War eigentlich mal so eine Serie, da wurden mal 2000 Stück von der ganzen Sache gebaut. Okay, ne? es gibt die Dinger sowohl am Markt noch von den Feuerwehren, als auch die blauen Fahrzeuge vom Technischen Hilfswerk. Markant unterscheiden die sich natürlich im ersten Blick durch die Warze da vorne drauf. Ne? Ja. Das heißt, was ist das da unter der... Das ist eine Vorbaupumpe. Ja. Frag mich jetzt nicht nach technischen Daten, aber ich denke, die sind jetzt hier auch irrelevant. Ja, die fliegen eh meistens weg, die Dinger. Genau. Also so, die rüsten wir runter, eine Wasserpumpe, genau. Ne? Vorbau, Wasserpumpe. Es gibt da andere Versionen von Feuerwehr- und Löschfahrzeugen, die haben die Pumpe hinten drin. Genau. Die Iveco 9016 hat sie vorne drin. Ich glaube, die hatten auch im Katastrophenfall die Aufgabe, Pumpstrecken zu bauen. Ne? Genau, also das war dann dafür da, weil hinten war eine tragbare Pumpe verbaut. Richtig. Und vorne war dann eine feste verbaut. Diese Käfermotorenpumpe, ne? Die bekannte. Ne? Genau. Ja, wir gehen mal um den 9016 herum. Der 9016 hat wie sein kleinerer Bruder, der 8016, auch das Fahrerhaus aus der MK-Serie. Also das heißt, das ist das sogenannte Club-Fahrerhaus. Ne? Wir haben es auf unserem Datenzettel, den wir euch dann mal kurz einblenden werden, gar nicht drauf geschrieben. Wir wollen ja hier in unserer Serie, weil die Zeit immer knapp ist, auf 100.000 Schnitte verzichten, sondern wollen euch einfach mit der Materie vertraut werden. Deswegen haben wir uns nette, einfache Einblender überlegt, ne? Wie zum Beispiel hier das Datenblatt des 9016. Vielleicht nehmen wir das mal zur Punkt. Das ist jetzt im Endeffekt mit dem Feuerwehraufbau die Grunddaten, die könnt ihr euch mal rausnehmen. Ne? So, das war jetzt die Einblendung bei laufender Kamera. Wir haben hier, ja Rico, lass uns mal drüber reden. Wir haben hier einen knappen Feuerwehraufbau, da waren Leitern drauf, hinten war eine Pumpe drin, das hast du schon gesagt. Das ist ein sehr begehrtes Stück, weil es war diese Pumpe oftmals mit dem 2 Liter umgebauten Käfermotor. Ja, ne? Genau, unzerstörbar eigentlich. Ja. Und die waren immer neu, weil die hat keine Sau benutzt die ganze Zeit. Ne? Und wir haben viele, viele davon rausgebaut und die kamen dann für irgendwelche VW-Freaks, weil da war so ein toller 2 Liter teilweise drin. Den kann man schön umbauen und dann seinen Käfer oder seinen alten VW-Bus beflügeln damit. Deswegen gibt es da eigentlich kaum noch welche. Wir haben hier einen Radstand, hast du es im Kopf? 3,70 Meter? Nein. 9016, 3,50 glaube ich. Ja? Oh. Da haben wir aber kurz daneben gelangt. Ja. Nee, sind tatsächlich 3,50 Meter. Ist jetzt nicht so schlimm. Die gibt es auch nur mit 3,50 Meter. Also ein anderer ist mir noch gar nicht unter den Punkt gekommen. Ja? Der scheppert hier ein bisschen, weil die Drehzahl ein wenig hoch ist. Die sollten wir dann vielleicht mal ein bisschen runterdrehen. Dreh sie mal runter. Ja, dreh sie doch mal runter. Also er hat einen Radstand von 3,50 Meter. Und ihr wisst es, vielleicht können wir das in dem nachfolgenden Video mal zeigen. Da haben wir uns darauf spezialisiert oder damit haben wir angefangen, das Thema Optimierung dieser Fahrzeuge zu starten. Und zwar sind eigentlich nahezu alle Varianten von dem 9016 bei uns eingekürzt rausgegangen. Also wir haben da mittlerweile roundabout oder über 60 Fahrzeuge gemacht. Und die sind in der Regel hier abgeschnitten, ne, oder werden in dem Bereich abgeschnitten.
Es gibt da zwei Varianten fürs Abschneiden. Die eine Variante ist die normale, sag ich mal. Da schneidet man wirklich an der Linie, die man hier fortführt, und macht einen Deckel drauf. Die zweite Variante ist die sogenannte Happy End Variante. Was heißt Happy End? Wer mehr Platz in der Kabine braucht für Kindersitze, da schneiden wir die Ecke auch noch ab hier und passen das so nach vorne an, dass, sagen wir mal, die Originalrundung mit der Verlängerung in etwa hier noch dran sitzt. Ne? Das ist die sogenannte Happy End Variante. Haben wir es nicht gefunden, wo es geht? Nein. Ne? Oh. So, jetzt verrate ich es dir aber mal. Ich verrate es euch auch. In der Mittelkonsole, wo die Sperren sind, ist mittendran noch so ein Drehpinocke. Auf der Seite, wo die Untersetzungsschalter sind. Und da ist die Leerlaufschraube von dem Auto. Da kann man dran drehen. Und wenn es noch funktioniert, geht die Drehzahl runter. Ja, wunderbar. Lassen wir so. Wahnsinn. Könnt ihr es hören? Könnt ihr es hören? Es ist viel ruhiger. Es scheppert nicht mehr so. Also wir haben besprochen die normale, standardisierte Einkürzung und das Happy End. Natürlich fragen manche Leute, was soll das? Ich habe 17 Kinder und die große Kabine wäre für mich auch super. Kann man natürlich auch alles belassen. Es ist nur so, dass natürlich das große Fahrerhaus einen den Platz wegnimmt. So, wie kommen wir bei 4Wheel24 dazu? Wir sind so... Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber wir haben die ersten Autos 2013 oder so, also 7-8 Jahre ist es gut her, angefangen einzukürzen und waren somit mit ein paar prägnanten Bildern. Wir haben einen ganz, ganz tollen am Anfang gemacht. Vielleicht können wir den mal kurz einblenden an der Seite, nur im laufenden Video. Der hat so ein polarisierendes Gesicht und eine höher verlegte Ansauggeschichte vorne gehabt. Der sah echt mega geil aus, eins mit der schönsten. Oder Andreas, ne, an dieser Stelle eins, der das schönste oder mit das schönste Auto überhaupt, fanden wir alle recht stark. Und dann stand er auf einer Messe und dann waren so die ganzen Leute, die schon irgendwo sich einen Steyr bestellt haben, denen ist erstmal so ein bisschen das Gesicht runtergefallen. Aus zweierlei Gründen, leichtere Karre, ne, weil im eingekürzten Zustand, ich glaube, wir haben es ein bisschen, also so wiegt er ja irgendwie mit dem Koffer noch drauf, 5,5, ne? Ja, genau. So etwa, 5,6, 5,7. Je nachdem, was da für ein Gelump noch dran ist. Wenn man einkürzt und nackt macht und auf eine Einzelbereifung stellt, auf eine sinnvolle Offroad-Bereifung, also meistens machen wir da, oder wir empfehlen 3,85, 65, R 22,5, haben wir die Dinger schon verwogen als gekürztes Fahrzeug mit nacktem Fahrgestell, so roundabout 4,4 so rum, ne? 4,3 genau. Irgendwas. Ne? So, das kann man immer nicht auf 50 Kilo abgrenzen, weil es hängt halt davon ab, wie viel Eisen man beim Einkürzen reinbaut. Natürlich letztendlich aber auch, was schon weggebaut ist. Ne? Da ist weg dann die Pumpe vorne, da ist weg Feuerwerk, Gladderadatsch, wie zum Beispiel die Leuchten, die noch drauf sind. Der Halter da vorne ist weg. Dann die Einzelbereifung drauf, aber die leichte Einzelbereifung. Wenn er natürlich jetzt einen großen 395 85 R20 drauf macht, wird das Auto mit Sicherheit im Vergleich zu der leichten Bereifung 3 bis 350 Kilo schwerer. Mhm. Deswegen empfehlen wir jedem einfach diese Offroad-Bereifung mittlerweile, weil es so ist, dass die sich auch im Charakter vom Fahrzeug als optimal erwiesen hat. Ne? Und wir haben viele, viele Leute schon bei unseren Offroad-Touren mit den Rädern dabei gehabt. Die sind schlecht, wenn es schlammig wird. Ja. Hat man vielleicht das ein oder andere Video auch von der diesjährigen Abenteuer Allrad gesehen. Die Leute stehen dann und schauen mit den Hufen, weil einfach das Profil sich schnell zusetzt. Aber bei unseren Sahara-Touren und so in der praktischen Anwendung auch mit wenig Luft nie Probleme. Ne? Also zusetzen ist schlecht. Dafür mit der Offroad-Bereifung gibt es einen Reifen mit 3 Peak Mountain Symbol, ganz wichtig. Also mit einer ordentlichen Winderkennung, die wir auch braucht in manchen Ländern. Und die Eigenschaft bei Schnee und Eis ist Weltklasse besser, gerade wenn ihr Reifen aus dem Sortiment Michelin oder Hankook nehmt. Ne? Also meine echte Empfehlung, sowohl auf alle Fahrzeuge dieser Serie achtet, Gewicht könnt ihr extrem mit den Rädern manipulieren. Und der Unterschied zwischen dem Vernunftreifen und dem riesengroßen Reifen ist meistens irgendwo, ja, also runterbaut, kann man grund sagen, 300, 350 Kilo. Ne? Deswegen kann ich euch nur erraten, nehmt die leichte Geschichte. Ne? So, beim Nachbarjodeler die Alarmanlage. Ne? Wahrscheinlich hat er die Hosentürchen noch offen. Ja, macht ja nichts hier, jodeln in die Motoren. 3,50 Meter Radstand. Was gibt es von außen noch zu der Kiste zu sagen, bevor man es durchgeht? Das gilt aber stellvertretend nicht nur für ihn. Ich habe vorhin angesprochen, das sogenannte Clubfahrerhaus. Lasst uns doch mal zum
Kollegen zum kleineren Bruder gehen. Das Clubfahrerhaus, die Front der Optik ist ähnlich. Ihr seht es nur, wenn wir das mal von vorne nehmen, da fällt euch was auf. Wir haben hier den 9016 und wir haben hier den 8016. Und selbst ungeübten Blicken ist es sofort, schießt ins Auge, dass wir hier unterschiedliche Breiten haben. Ne? Also die Breite variiert zwischen beiden Fahrerhäusern um roundabout 20 cm. Also ich sage das ja immer aus dem Stegreif, ich habe auch wirklich nicht nachgelesen, aber ich glaube, der hat so 2,5 Meter innen und der hat 1,85 Meter oder 1,86 Meter in der Breite. Ne? Also das bedeutet, guck mal her. Ne? Und hier, man sieht es ganz deutlich, ne? Der Kerl ist eine ganze Ecke breiter. Ja. Finde ich auch gut, weil wir haben natürlich ein besseres Raumgefühl vorne in die Breite und es ist auch nochmal wesentlich leichter, einen dritten Passagier in der Mitte zu platzieren. Deswegen ist es eigentlich ganz cool beim 9016. Ja, was hat er noch, was cool ist? Also, wir haben ja relativ viele gemacht. Wir haben auch relativ oder sehr viel Feedback bekommen, was das Auto angeht. Es gibt ein bisschen Licht und Schatten. Er hat so ein paar Inbetriebnahme-Krankheiten wie kleine Situationen an der Hinterachse mit Ölverlusten, Verteilergetriebe verliert ab und zu mal ein bisschen Öl. Kleinigkeiten, die Vorderachse bedarf oftmals einer Revision, zumal oftmals die Kreuzgelenke Probleme haben, aber auch die Achslagerung, die ist nicht so riesen fett ausgelegt und gerade mit großen Reifen, deswegen empfehle ich auch die kleineren, leidet es relativ stark. Ne? Müssen wir öfters machen. Ja, du bist jetzt auch ein bisschen schon dabei und siehst die Dinger in der Werkstatt stehen. Ja. Inkontinenz an der Hinterachse ist aber noch so der häufigste Fall. Ne? Ja. Manche beklagen ein bisschen die Bremsen. Das gilt für beide Fahrzeuge hier, weil das ist ein hydraulisches Bremssystem, was Druckluft unterstützt ist. Und da musst du fest in die Winde treten. Ne? Aber oftmals sage ich den Leuten auch, hallo, ist ein 30 Jahre alter LKW und wenn wir den auf dem Bremsenprüfstand dann haben, dann ist das eigentlich alles okay. Man muss halt fester hintreten, wie bei den Druckluftbremsanlagen. Das heißt ja auch Kraftfahrer, ne? Genau, deswegen braucht man ein bisschen Punch. Ne? Und man darf halt beim Treten nicht das Lenkrad abreißen, weil sonst kann man nicht mehr lenken. Ne? Ja, 9016 haben wir gehabt. Gucken wir mal zum kleineren Bruder. Wir haben uns noch nicht unterhalten. Da fangen wir mal mit dem Bruder an, weil das gilt als stellvertretend auch für den 9016. Ja. Ihr seht ja, hier steht Turbo und Turbo drauf. Das heißt, die haben auch die gleiche Maschine. Ne? Das ist ein 6,1 Liter rein 6 Zylinder, diese BF913er Deutz-Serie. Ein sehr, sehr schönes Aggregat. Also eins der Luftgekühlt, ganz wichtig. Luftgekühlt hat auch ein bisschen den Vorteil, dass die Maschine etwas leichter ist als eine wassergekühlte Maschine. Und es führt jetzt wieder zum Gewichtsvorteil. Ne? Ja. Wir haben den Deutz-Motor drin. Völlig unproblematisch, zuverlässig, langlebig. Wir haben zwar einen Motorschaden schon gehabt, hatte aber andere Gründe, hat also wirklich nichts mit dem Motor zu tun, sondern mit ungenügender Wartung. Ja? Also mein Tipp ist zum Beispiel immer, ein Feuerwehrfahrzeug ist oftmals eine Ecke besser hinsichtlich der Wartung wie ein THWler. Ne? Also die Erkenntnisse muss man immer machen in der Aufbereitung, waren die Autos immer von der Basis her eine Ecke sauberer. Gut, dafür hat der THWler eine schönere Stoßstange, eine bessere Zugeinrichtung hinten. Wenn du einen schön erwischt, muss man sich genau angucken, was man sich da angucken muss. Wir haben das mal ein Beispiel von zwei MANs, können wir vielleicht mal verlinken, oder? In dem Video gegenübergestellt, was man sich bei solchen Autos angucken sollte und worin auch die Entscheidungsgrundlage liegen sollte. Was bei den Ivecos noch wichtig ist, guckt euch die Rahmen durch. Die haben oftmals am Rahmen auch gerade über der Hinterachse oder bei der Hinterachse Aufrostungen. Das fällt mir so dazu ein. Und wenn es besonders stark betroffen ist, dann seht ihr, dass der Rahmen sich da so aufwellt. Dann sollten wir vielleicht einen anderen in Betracht ziehen. Ne? Also, Deutz Motor, ich habe es in anderen Videos schon gesagt, ein sehr gutes ZFS5-Getriebe, also ein Massengetriebe, das gibt es massenhaft in anderen LKWs auch. Wir haben eine Lenkung von ZF vorne verbaut, wir haben ein Verteilergetriebe von Getrag, das gilt auch für die kleinere Serie, also alles, was ich jetzt sage, gilt für beide Modelle ähnlich. Wobei es die kleineren Modelle häufiger auch mit dem 6-Gang-Getriebe gegeben hat. Ne? Die gab es mit 5 und mit 6 Gängen. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, was der hat. Der hat keinen Schaltknauf mehr. Also ich würde auch auf 5 Gänge tippen. Ach so, der hat keine Beschreibung. Aber also wenn ich dran vorbeilaufe am Getriebe, könnte ich es vielleicht auch sehen. Ja. Weil es sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ne? Dann haben sie Getrag-Verteilergetriebe, ordentliche Achsen drin. Sie haben beide eine Mitteldifferential und eine Hecksperre.
Und natürlich eine Untersetzung, das ist für ein Offroad-Fahrzeug auch recht wichtig. Man kann also die Gänge nochmal mit einem Zwischengetriebe, das ein Verteilergetriebe ist, eine Stufe nach unten nehmen. Und das erleichtert das Fahren im Offroad-Betrieb, weil es leichter gestuft ist. Kleiner Tipp, wenn jemand einen 9016 oder etwas im Bergbetrieb fährt, wir haben oft auch, weil wir einen Service-LKW haben, seit Jahren schon, deswegen bin ich auch auf 9016 gekommen. Ich habe die sogenannte Turbo-Else, können wir vielleicht auch mal kurz einblenden. Die ist in unserem Fuhrpark schon 2009, keine Ahnung. War mehrfach mit in Tunesien auf Rallyes unterwegs und hat uns immer beim Service unterstützt. Super Auto, nie Probleme gehabt, ein Traum. Deswegen bin ich auch ein Fan von den Autos geworden. Und deshalb wissen wir es, wir sind da oft mit Anhänger gefahren und wenn wir über den San Bernardino sind, haben wir die Untersetzung reingemacht, weil dann hast du knackige 5 Gänge und bist viel schneller um die Ecken, weil die Stufung auch viel kürzer ist. Ja. Ne? Also tatsächlich haben wir auch auf der Straße oftmals im Gebirge drauf zurückgegriffen und dann die SKs abgezogen, also wie die Autos dann leicht waren, mit Anhänger natürlich nicht, weil es einfach echt cool ging, das Ding. Ne? Gut, 9016, 8016, jetzt hat er mal gepupst, ne? Hast du gehört? Was war das, Rico? Kann jedem mal passieren. Ha? Ja, irgendwann kommt das Luftventil. Ne? Ja, wir haben jetzt hier was ganz Besonderes, nämlich einen relativ kompakten 8016 mit einer elektrischen Winde von einer, was würdest du sagen, Schweizer Feuerwehrauto, ja, ne? Ist eine Wahn. Ja. Ne? Ist schon was Gescheites. Schweizer Feuerwehrauto, ja, ne? Ja. So, da können wir mal reingucken. So, und ganz genau wissen wir es. Siehst du es? Steht 6 drauf, oder? Ja. Auf dem Typ S6. Also wenn S6 draufsteht, ist es ein 6-Gang. Ja. Weil du jetzt irgendwas vom Schaltknopf gesagt hast, gucken wir doch mal rein. Ach, der ist momentan runter. Ja, das ist die tun wir immer wegen der Kälte, da fällt der Gummi so. Haben wir den beiseite gelegt. Ja, Rahmen ist bei 8016 und 9016 auch alles relativ ähnlich. Die Bremsanlage ist ähnlich. Ich habe hier gesprochen von einer druckluftunterstützten hydraulischen Bremsanlage. Erkennt man daran, wir haben hier die 2 Zylinder zur Druckluftunterstützung und hier sind noch Bremsflüssigkeitsbehälter drauf, in der die hydraulische Flüssigkeit sich befindet. So, Licht und Schatten. Licht ist, funktioniert. Schatten ist, wir haben häufig bei den Autos in der Instandsetzung die Bremszylinder als Problem, weil Bremsflüssigkeit, wie ihr wisst, ist hygroskopisch und die Bremsflüssigkeit, das Wasser arbeitet sich durch an die Zylinder und dann korrodieren die und dann musst du austauschen. Also generell müsst ihr immer, egal ob es ein 9016 oder ein 8016 ist oder eine hydraulische Bremsanlage mit in eure Wunsch- oder Kalkulationsliste aufnehmen, dass man die Bremsen oder zumindest die Zylinder neu machen muss. Ne? So, was sehr schön ist an diesem kompakten Radstand, ihr könnt mal gucken, der hat 350, der hat nur 320. Ja. Ne? Der hat aber eine sogenannte Unimog in Anführungszeichen Achse, nur in Anführungszeichen, also Inside Out ist hier nicht. Das bedeutet, wir haben die Achse, die breite Achse, die Felgen werden genauso vorn wie hinten montiert. Ne? Mhm. Ist sehr schön und sehr schick und erleichtert auch das Thema Ersatzrad, weil ich habe die Ventilstellung immer nach außen. Ne? Also ist von der Konzeption noch eine Ecke mehr Offroad-Fahrzeug als auch der 9016 war. Und er steht auch, wie ihr seht, schon auf ordentlichen Socken, nämlich 315 70 R22.5. Das war so die alte übliche Feuerwehrbereifung. Ne? Im Auslieferungszustand, wobei wir den natürlich auch umbereifen auf 385, 65 in der Regel. Ne? Ja, hier ist der Aufbau schon unten, da haben wir auch schon angefangen. Technisch ist schon einiges durch an dem Auto. Der Zwischenrahmen ist gerade im Bau und beim Umbau wird natürlich sowas wie diese Hecktraverse. Ne? Das rüsten wir runter. Ne? Wenn es sein muss, können wir den Hauptrahmen auch ein Stückchen verlängern, wenn es sein muss. Ein Tanken kommt ein anderer hin. Die Batterien werden versetzt, andere Staukästen kommen zum Schluss hin. Und so ist in der Regel nach dem Pflichtenheft der Umbau gestaltet. Hier sehen wir nochmal den neuen 13er oder hören ihn auch. Ja, luftgekühlt. Ist nicht lauter wie wassergekühlt, auch von außen nicht.
kurzen Tipp von meiner Seite: Einspritzdüsen bei jedem Feuerwehrauto müssen revidiert werden. Was noch wichtig ist, oftmals vom Stehen, das hatten wir schon mehrfach, hier diese Lufthutze, die können wir runternehmen. Und wir hatten es oftmals schon, dass diesen wunderschönen Raum da drinnen vor dem Zylinder sich Vögel zum Brüten hergenommen haben. Okay. Wenn der steht, kannst du ja vorne durch die Lüftungsschlitze reinfliegen. Ja. Also ein wirklich schönes, ein schöner Nistplatz mit einem guten Marderschutz vorne dran. Und wenn das Nest dann halt hier ist und du nimmst ihn wieder in Betrieb und hast es nicht kontrolliert und eierst mal im Sommer einen Berg hoch, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es einen Schlag tut und ein Kolben rausfliegt, weil die Kühlung halt immer gewährleistet ist. Ne? Also wir haben die Kühlung, haben wir schon gehabt, haben die Kühlung wegisoliert gehabt bei Kunden. Ne? Schön. Der hat dann über den Winter das Stehen gehabt bis mitten ins Frühjahr rein, ist das im Mai, Juni gefahren und dann war eine Brutstätte da drin. Ne? Dann hat er es gemerkt. Ja, dann hat er es gemerkt. Es gab auch ein paar Spiegeleier, weil die Teile des Geleges lagen noch drin. Dann hat er es gemerkt. Also das gibt es mal zum Prüfen. Danach sollte man gucken. So, jetzt verlassen wir mal die Reihe der Ivecos. Wir haben ja viel gelabert. Wahrscheinlich wiederholen wir uns nochmal in vielen Punkten, wenn wir mit den Autos mal fahren, weil wir wollen euch mal einen Fahreindruck geben. Der läuft nicht, wollen wir mit dem heute noch nicht fahren. Das machen wir morgen, ne? Haben wir besprochen. So, hier gibt es was ganz phänomenal Gutes. Ich weiß, jetzt steckt der Schlüssel. Habe ich mit. Muss ich holen. Vielleicht holst du ihn mal, ne? Nämlich, also gut. Phänomenal und gut war jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber phänomenal und gut in dem Zusammenhang, wir wollen ein Auto bis 7,5 Tonnen. Ja, da ist dieser Mercedes Vario oder Mercedes T2 mit die erste Wahl, weil er besonders leicht ist, Rico. Ne? Mhm. Haben wir da einen Zettel mal gemacht, wie leicht denn der überhaupt wirklich ist? Ja, haben wir. So, machen wir die Motorhaube auf. Gut. Ging? Habe ich gesehen, funktioniert. Gut. Wollen wir mal das Zettelchen holen, dass wir mal hier die Daten einblenden. Und dann vielleicht nochmal die Daten zu dem 8016 auch. Ja, ihr seht, ne? Wir machen das live. Ne? Haben wir die 8016er Daten auch noch da? Ja, ist ja ein Wahnsinn. 8016, 8016. 8016 liegen da. Ah ja, okay. So. Wir machen nochmal einen Schritt zum 8016, weil sonst kriegen wir Schimpfe. Hier mal die Daten des 8016 und ihr seht schon, eins ist ganz entscheidend, das Leergewicht liegt etwas unter dem des anderen. Da werden uns vielleicht wieder die einen oder anderen beschimpfen, aber wir haben mal ein bisschen drüber geguckt. Hier zieht das Leergewicht bei dem Auto ein bisschen die Seilwinde vorne mit hoch. Ne? Mhm. Diese etwas längere Achse, das haben wir jetzt aus dem Typenschein entnommen. Wenn ich sie verwiege, würde ich behaupten, dass zwischen dem 9016 im kürzesten Zustand und dem immer so 350, 400 Kilo mindestens liegen. Das heißt, wenn ihr mit zwei Personen unterwegs seid, ist der 8016 als kompaktere Auto natürlich eher zu empfehlen, weil er noch eine ganze Ecke leichter ist und dafür mehr Zuladung bietet. So, jetzt haben wir mal was vom Vario gemacht. Da sieht man wirklich nochmal ein ganz elementar niedrigeres Leergewicht, nämlich die wiegen tatsächlich so zwischen 3590 und 3800 Kilo als ja. Fahrgestelle. Ne? Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, extrem spannend, extrem interessant, weil extrem leicht. Ne? Legen wir mal das Ding da wieder rein, das Zettelchen. Und das Gewicht ergibt sich bei dem Auto aus der etwas gedrungeneren und leichteren Bauweise, aber auch aus dem Sachverhalt. Wir können hier mal reingucken. So, und Leute, wenn ihr hier drüber guckt, so wie es aussieht, wir hatten das Fahrzeug in einem Projekt, das ist aber wieder zu haben. Ne? So, jetzt pass mal, Rico, guck dir mal den Motorraum an. Ich muss dazu sagen, das Auto ist, also wie ich das erste Mal gesehen habe, das Auto ist ja auch schon gute 30 Jahre alt, wie toll und neu das noch alles aussieht. Guck dir mal hier, der hat nie irgendwo Salz mal gesehen, seht ihr das? Ja. Da ist also null Korrosion, die Schlauchstellen sind hier. Der Motor, wenn ihr drüber guckt, ne? 4-Zylinder Turbomotor. 136 PS ist der Oberhammer, wie gut es alles erhalten ist. Ne? Merkt man wieder die Herkunft. Ne? Ja, Schweizer Feuerwehrauto, ne, ist auch nicht billig so ein Ding, aber es ist halt extrem knackig, leicht und natürlich im direkten Vergleich wahrscheinlich solider und besser aufgestellt als war der Phil gerade, ne? Ja. Könnte das auch nicht sein. Ja. Der Phil. Besser aufgestellt als alle anderen Möglichkeiten. Ne? Also was haben wir als moderne Möglichkeit? Jetzt gucken wir uns auch noch an. Wir haben den Nachfolger von dem Ding. Ne? Werden wir uns angucken. Der direkte Nachfolger aus dem Mercedes-Konzern. Weißt du, was das ist?
Also es gab ja den C2, dann gab es den Vario, der sah genauso aus, ja, mit ein bisschen größeren Lichtern. Den gab es dann auch mit etwas stärkeren Motoren auf Vierzylinderbasis. Und dann hat Daimler-Benz den Vario verbannt aus dem Konzept. Das ist ja schon wieder der Film. Hat er sich verfahren? Wahrscheinlich. Ersatzauto haben wir oben stehen, sowas. Fuso. Kommt nicht. Fuso Canter. Fuso Canter. Genau. Fuso. Ach, ja, stimmt, das gehört ja zu. Fuso Canter, Mitsubishi Fuso Canter, gehört ja ein bisschen in den Konzern rein, wird auch in der Wartung und im Support von Mercedes betreut. Ja, stimmt. Ich würde sagen, ein Rückschritt, ne, zu dem. Aber ja, ist auch wieder eine Frage des Betrachtungswinkels, ne, das Ganze. Es ist halt, das seine. Jedem seine. Ja. Also ich finde den ein bisschen spannender. Ja. Der war jetzt ein bisschen draußen gestanden. Wie im richtigen Leben, ohne Moos nichts los. Ne? Aber wenn man den noch mal ein bisschen sauber und hübsch macht, ist der prima. Ne? Ja, Vario läuft innen nicht leiser als ein 9016. Warum? Weil der Motor so weit. Ja, ganz, ganz wichtig, ob das jetzt Unimog sind oder Vario sind oder Fahrzeugkonzepte, die den Motor immer vor dir haben, dann hast du die Akustik auch leichter drinnen im Fahrzeug. Ja. Und somit ist das Auto hier immer in der Ecke aufdringlicher, wobei ich finde ihn klasse, ich fahre ihn gerne, also damit ist er nicht laut, ne? Aber er ist nicht leiser als die luftgekühlten. Ne? Ja, kompakter Rahmen hier, wir können ja mal drum rumlaufen, hier in einem Radstand von 3,25 Meter auf Parabelfedern, ne? Also diese gespreiztere Feder ist eine Parabelfeder und auch der Rahmen, wenn ihr euch das mal anguckt, in einem außergewöhnlich guten Zustand. Hier fehlt was, Rico, siehst du es? Wenn du da unten mal reinguckst. Ja, die Antriebswelle. Ja, da haben wir die Welle geklaut. Warum? Weil es stand bei dem Auto auf der Agenda, eine Radstandsverlängerung zu machen. Aber die Agenda ist jetzt gerade ein bisschen eingefroren. Und wir hatten den schon mit einer Pritsche versehen und hinten, deswegen ist es hier so drauf gemogelt, Lichtern und einer Traverse mit einer Kugelkopfanhängerkupplung. Ne? So haben wir den schon umgebaut mit der Pritsche. Und die Pritsche soll jetzt dem Wohnaufbau weichen und gerade ist wieder auf Hold On. Warum? Weißt du warum, Rico? Weil wir festgestellt haben, dass die Kabine vom Kunden zu schwer geworden ist. Die wiegt nämlich gute 4 Tonnen. Ach ja, je. Und wenn eine Kabine gute 4 Tonnen wiegt, dann ist die für alles gut, aber nicht für den 7,5 Tonner. Ne? Und nicht für einen Vario. Weil ja, ich habe da 3 Anläufe gebraucht, aber Leergewicht 3,7 plus 4 Tonnen leere Kabine. Da braucht man nicht, ne, fragen. Deutlich unter 7,5 Tonnen. Und das ist auch das Problem, weil dann laden wir noch ein und tanken voll und dann wundern sie sich, warum die Radkästen immer von innen sauber sind, weil die Reifen nicht drin schleifen. Ne? Ja. Geht nicht. Also das heißt, bei so einem Fahrzeug muss man, wie bei allen anderen aus der Serie, darauf achten, kompakt zu bauen, leicht zu bauen. Und eine Kabine sollte mit allem, was da drin ist, nicht schwerer sein als 15, 16, 1700 Kilo. Ne? Ja. Ja, schön zu fahren, freue ich mich besonders drauf. Der Vario, wie gesagt, hat hier auch einen Allradantrieb, eine Untersetzung, ein Fünfganggetriebe. Kommt aus dem Hause Mercedes-Benz und ist wirklich, wenn es was Kompaktes, Leichtes sein soll, mit aus der Reihe der heißeste Tipp neben dem MAN G90, den wir nicht da haben momentan. Da haben wir ja schon ein Video mal geschnitten mit Phil und Caro von The Sunny Side. Ich habe den Phil gebeten, mir die Unterlagen mal oder die Streifen zur Verfügung zu stellen, damit wir das einfließen lassen können. Ich denke, das werden wir auch machen, dass er auch mal da eine Impression bekommt. Wobei wir ein bisschen was zu dem Auto haben, ne? Glaube ich. Zu dem fertigen. Ja? Mhm. Ja, da wird es also auf jeden Fall noch eine kleine Roomtour geben, ja, auch zum Thema 7,5 Tonnen möglich, unter welchen Voraussetzungen. So, dann haben wir hier noch was, wer kennt's? Bekannt aus Funk, Fernsehen und aus den branchenüblichen, ja, Printmedien, mehr wollen wir nicht dazu sagen. Tatsächlich, das ist das 1.0er Fahrzeug aus dem blauen Buch, ein 914 von der dänischen Armee, glaube ich. Holländisch. Holländischen Armee. Holländisch. Dänische Armee. Auf jeden Fall ein Militärfahrzeug. Niederland. 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 Okay, ist. Oh, da fährt er. Guck, da fährt er, der Nachfolger. Man nannte ihn auch mit Aufbau. Der Nachfolger des Varios, hier fährt er davon. Hervorragend, keine Ahnung, was er da will. Na, wahrscheinlich wird er ein bisschen geputzt. So, wir waren beim 914, OM366 als Sauger, also Sechszylindermotor. Ja. Knackiger Radstand von 309, schon einzelbereift hier, na, mit schönen 365-80. Den haben wir schon mal aufbereitet hier im Rahmenbereich und auch am Heck.
Und sein neuer Eigentümer, der hat ihn momentan bei uns noch ein wenig verweilen lassen, also das Fahrzeug ist verkauft und wartet auf seinen Umbau. Ne? Ja, wir haben ihn mal wieder rausgezogen, dass er auch mal ein bisschen wieder laufen kann. Ansonsten von den Eckdaten ist er dem Vario von den Eckrahmendaten relativ ähnlich, mit dem Unterschied, dass hier ein 6-Zylinder Turbo verbaut ist und dort ein 4-Zylinder, kein Turbo, ein Sauger, Entschuldigung, hier ist ein Turbo verbaut, ein 4-Zylinder Turbo. Ne? Ja, was wiegt das Auto, haben wir mal geguckt? 4.400 Kilo, so wie... Ja, also als kurze Variante würde ich behaupten, ist er mit den Reifen natürlich jetzt eine Ecke schwerer, als auf den Originalreifen, ja, würde er 4.4, 4.5 genau haben. Er ist aber immer auch in der kurzen Variante, wir haben die oftmals nebeneinander auch verwogen, roundabout 250, 300 Kilo schwerer als jetzt ein eingekürzter oder 200 Kilo schwerer als ein eingekürzter 9016. Ne? Also er liegt auch noch 200, 300 Kilo im Gewicht über dem 8016. Was daran liegt, wassergekühlter Motor, etwas massiveres Fahrerhaus, hier und da größere Federblätter drin. Ne? Und jetzt bei dem natürlich auch ein Tank, weil der ist ja schon mal im Fernreisebetrieb unterwegs gewesen. Ne? Gucken wir uns auch an, ist jetzt hier in der 8-Tonnen-Variante vom Ureigentümer schon mal ein bisschen beflügelt worden. Da hat noch die Pumpe dran gearbeitet. Ne? Also in der Kennern Schramm, die Pumpe. Der Rüdiger Schramm war einer begnadeter Dieselmechaniker, der oftmals die Autos stärker gemacht hat. Und wie gesagt, gucken wir uns an, ist im direkten Vergleich vom Gewichtsniveau, aber mit der schwerste, der hier in der Reihe steht. Ne? So, zu guter Letzt haben wir noch Unimog. Hoppla. Da ist einem der Klodeckel aber runtergefallen, heftig. Wir haben einen 1985er U1300, auch aus Feuerwehrbeständen, ne, ja, mit einem OM352. So, da gehe ich nochmal in die Mercedes-Reihe, was ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, was für ein OM das im Vierzylinderbereich ist, aber vielleicht haben wir ein paar Vario-Fahrer, die können es unten in die Kommentare reinschreiben. Ja. Warum weiß ich das nicht? Weil ich eigentlich nur 2 bis 3 Varios bis jetzt auf dem Hof oder T2s auf dem Hof hatte. Mhm. Ist auf jeden Fall ein 4,5, 4,2, 4, also zwischen 4 und 5 Liter Vierzylinder, hat 136 PS mit Turboaufladung. Der 366, der hier drin ist, ist der etwas modernere Motor wie der im Unimog. Den gab es in der Saugvariante mit Turboaufladung, und Ladeluftkühlung. Ne? Mhm. Also in der Bezeichnung 366, 366A Abgasturbolader und 366LA. LA ist immer ladeluftgekühlt dabei. Ne? Also wenn L und A hinter der Motorenbezeichnung steht, hat er immer einen Ladeluftkühler und einen Turbolader. So, was ist das hier Gutes? Das ist ein 352A. Genau, genau, richtig. So, jetzt haben wir was gelernt, Rico. A bedeutet nur Turbolader. Jawohl. Und wenn es ein LA wäre, was ist da? Ladeluft. Genau, Ladeluftkühler und Turbolader. Der 352 ist von der Motorentechnologie eine Generation vor dem 366. So, jetzt kommt ein bisschen was so aus der Praxis. Weil mich viele Leute sagen, wenn sie einen Unimog wollen, ich will einen Turbo. Mhm. Und unter dem Unimog Turbo ist man gewohnt einen 366 mit Turboaufladung. Ne? Das sind die Bundeswehr-Unimogs OM366 mit Turbolader drin. Ne? Die sind in neueren Baureihen, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ab 1988 vorbehalten gewesen, so in dem Dreh rum zumindest. Das ist der 85er und der hat noch die Maschine wie der 1017, wie der Willi. Ja? Also Bundeswehr-LKW, neue Generation 1017. Massenhaft bei der Bundeswehr benutzt worden, der hat den gleichen OM352A mit Abgasturbolader und in den frühen Unimogs, also in dem gleichen Gerät wie hier, gab es die Maschine aber auch als Sauger. Dann heißt er wie 352 ohne irgendwas hinten dran. Ne? 352. Genau, mit dem Sauger hatten wir 100, die hatten alle ungefähr die gleiche Leistung, 135, 136 PS. Ja. Also der Sauger hatte so viel, der hat 130. Der hat 170. Genau, der hat 170 wie der 1017 auch. So. Jetzt kommen wir die Skeptiker, weil die meisten sagen doch, aber wir wollen den 366. Was ist jetzt da der Vor- oder Nachteil? Also aus meiner Sicht läuft die ältere Generation, der 352er, etwas ruhiger. Na, der ist ein bisschen sanfter im Lauf. Na, der 366er ist ein bisschen krolliger. Und wenn es um Leistung geht, ist der 366er halt wesentlich
höher aufzubauen. Höher aufzubauen heißt, es gibt da Fahrzeuge und Motoren, die 300 PS und mehr haben. Und die 366er können das thermisch auch. Ne? Mhm. Während der 352er, da ist so bei 220 PS etwa thermisch Schluss. Was heißt das? Wenn man dem mehr geben würde, würde der zerfallen, weil er zu heiß wird. Ne? Also die Kühlung ist noch nicht so ausgefeilt. Ne? Was jetzt aber nach meinem Eindruck beim Unimog bis 7,5 Tonnen keine Rolle spielt und jetzt in puncto Fahrkomfort und Akustik, könnte ich mir auch vorstellen, dass man mit dem 352 was Nettes aufbauen könnte. Und gerade hier in dieser seltenen Variante, da gab es nämlich nur knapp 800 Stück. 600 oder 700? 700, 800. Die könnt ihr mal bei Wikipedia gucken. Ich glaube, es waren 700 paar zerquetschte. Das ist die Radstandsvariante 370. Ja. Und was ist daran attraktiv? Natürlich ganz klar, eine größere Kabine. Ich muss das nicht so auf 3,50 Meter stupfeln. Ne? Kann ein bisschen was Größeres machen. Ist natürlich wieder eventuell ein Gewichtsdrama mit einziehend, aber Länge ist immer Gewicht und Gewicht ist der Feind von 7,5 Tonnen. Ja. Und, aber da man auf die Autos meistens ja eh etwas sportivere Sachen baut, um die Geländeeigenschaft zu erhalten, kann ich mir gut vorstellen, dass man da so mit 380 roundabout schon ein etwas angenehmeres Raumgefühl in der Kabine schaffen kann. Ne? Ja, ist auch kein Geheimnis, das war so das erste Lieblingskind von Phil und Caro, so Sunnyside. Und die sind jetzt keine passionierten Unimogs-Freaks. Ne? Also beim Unimog muss man immer ein bisschen freaky sein, weil... Ja, warum eigentlich? Du bist doch auch schon Unimog gefahren. Ja, es ist halt ein eigenes Fahrgefühl. Ne? Also du hast A, den Lärm, wenn du jetzt nicht... Also es gibt welche, die haben das geschafft zu dämmen und haben dann wirklich da... Ja, wir haben doch erst einen da gehabt, der recht ruhig gelaufen ist. Ne? Können wir vielleicht mal unten verlinken. Den Feuermock. Den Feuermock, ne? Kennt ja vielleicht der eine oder andere, der hat da echt lang gezüchtelt. Ne? Da die Dämmung da reinzubringen und wir haben da auch eine Schallmessung gemacht da drin. Und wir sind tatsächlich bei 90 km/h sind wir bei 82 dB gewesen. Ja, bei dem sind wir irgendwo noch deutlich 10 dB mehr, ne? Ja. Weil der ist ja nur durch Blech gedämmt momentan. Genau. Ne? Also man kriegt es im Griff, aber wie der Rico schon gesagt hat, man klemmt halt in dem etwas kleineren Führerhaus eher mehr drin. Also für Großgewachsene ist es nicht so empfehlenswert. Und wir haben die Situation, genauso wie beim T2 oder beim Vario, dass der Motor vorn sitzt und die Akustik halt leichter eindringt ins Auto. Ne? Also Unimog, man muss da ein bisschen, ich sag mal so, man muss so, wenn du Motorrad-affin bist auf alte Harleys, dann bist du bei Offroad-LKWs auch affin auf Unimog wahrscheinlich. Also man muss es mögen einfach. Ja, man muss auch ein bisschen bekloppt sein in manchen Bereichen. Das muss man sowieso in unserer Branche, sonst wären wir ja nicht hier, wenn wir nicht bekloppt wären. Das stimmt. Und insofern ist immer der Unimog so das Ding, was am meisten polarisiert. Also entweder hassen die Leute das Ding oder sie lieben es halt einfach. Und wenn sie es nur lieben, dann gibt es auch nichts anderes. Ja? Und wir haben sehr viele schon kennengelernt, die uns dann sagen, wir wissen das alles, aber wir wollen halt mal einen Unimog, wollen wir einen Unimog holen. Ne? Ja. Daran ist auch nichts zu rütteln. Ne? Und der ist aktuell noch zu haben. Stimmt, der ist jetzt, also, weil ja frei geworden. Wir haben uns da auch nicht so sonderlich viel drum gekümmert im letzten halben, dreiviertel Jahr. Und wir haben den mittlerweile schon seinen Aufbau runtergezogen, um einfach mal Gewichts- und Bestandsaufnahmen zu machen. Und tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, wer ein Fan ist von einem ordentlichen Basisfahrzeug, weil hier auch wieder Schweizer Unimog, das ist zwar mit der Beklebung alles schon ein bisschen bröselig geworden, weil er ein bisschen draußen stand, ja? Aber wenn man sich das Chassis anguckt und im Motorenbereich sieht er genauso gut aus wie der T2, ein absoluter Traum. Ja. Und auch hier in allen Winkeln, wenn wir reingucken, ist es einfach so, dass der Zustand neuwertig nahezu ist. Und ich denke, mit dem 3,70 Meter Radstand eine coole Kiste, auch mit dem 352er Turbo, wenn es darum geht, eine Kiste aufzubauen, die ein guter Kompromiss aus eben dem Unimog und einer ordentlichen Kabinengröße ist. Ne? Ja. Was wiegt's leer? Hast du es mal recherchiert? Hast du mich ganz kalt erwischt. Ich glaube... Moment. Haben wir einen Zettel? Wir haben mal ein Datenblatt gemacht. Das brauchen wir ja auch wieder für den Neuner. Der Wind ist ein bisschen und wir haben nichts zum Aufkleben mitgenommen und deswegen ruhen die noch in unserem Shuttle. Habe ich das schon rausgezogen oder?
4600. 4600? Ja. Als leer. Als Leergewicht für, aber wahrscheinlich mit einer Pritsche oder sowas genau. drauf. Ne? Noch mit der, also wir müssen mal eins machen, in dem 370er Radstand weiß ich es wirklich nicht. Ne? Ich denke jetzt, er wiegt unter 4,5, denke ich jetzt, wenn er leer ist. Ne? Also auf jeden Fall ist es so, durch die kompakteren Kabinen und durch den Radstand ist die Kabine nicht so ausladend und groß. Die wird deutlich unter 4 Meter sein. Und damit ist die Gewichtsrelation auch wieder ganz gut einzuhalten bis 7,5 Tonnen. Ne? Aber wir sollten mal eins machen zum Spaß, den mal verwiegen. Ne? Wir kriegen ja in den nächsten 14 Tagen Achswiegeplatten. Dann können wir das nochmal überschlagen und verwiegen. Ne? So, wir haben gehabt jetzt hier aus der Mercedes-Reihe und gucken uns genauer an den 814. T2, die letzten auslaufenden Modelle waren die Varios. Den 914, na, hier 814 mit 4 Zylinder, 914 mit 6 Zylinder Sauger. Und den Unimog U1300L mit der Radstandsvariante 3,70 Meter. Ein sehr, sehr schnuckliges Auto, da gibt es auch noch eine Roomtour dazu. Der MAN VW G90 8.136, fix und fertig, vom Wolfgang, wunderschönes Auto, in einer wunderschönen Farbe, nämlich Curry Gelb, 1027. War mal ein kurzer Überflieger über alles. Das nächste, was wir jetzt gleich noch tun, das werden wir aber, denke ich, jetzt gleich nicht im Anschluss veröffentlichen, ist, die Autos zu fahren, einen Fahreindruck zu ermitteln und aus dem Fahren heraus euch vielleicht noch die eine oder andere Perspektive oder den einen oder anderen Anreiz oder Tipp zum Modell zu geben. Aus unserer Sichtweise möglichst auch immer so mit einer Neutralität, weil es geht ja darum, auch bei den Basisfahrzeugen gewisse Entscheidungsgrundlagen euch zu vermitteln und euch ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie wir das sehen. Natürlich unabhängig davon, was ihr für Emotionen dazu aufbaut und was euer Lieblingskind sein wird. Ja, Rico, dann schnappen wir uns doch mal den 9016, oder? Ja,